Hey Leute und willkommen zum dritten Part von Pokémon Random Heart Gold. Beim letzten Mal am Ende gab es ja einen Fail, aber ich habe bis jetzt nachgespielt. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt bis dahin gestimmt hat. Ich glaube aber schon, dass das so auf dem Level war. Und ja, ich bin ein paar Pokémon währenddessen begegnet, wo ich mir gedacht habe, WTF. Ich kann ja gerade mal im Pokédex zeigen, eins davon. Ja, das zeige ich immer schnell. Also geht's schneller. Moment. Geht's nicht schneller? Das geht auch schon schneller. So, genau. Und zwar die beiden hier. Zapdos habe ich. Also. Oh, habe ich oben in den Klofensaturm gefunden. Da gab es auch Rayquaza. Schon hart eigentlich, aber ich habe auch versucht zu fangen, hat aber leider nicht funktioniert. Und hier in der Route gibt es Zapdos. Naja, mehr ist aber auch nicht wirklich passiert. Es hat zwar ein bisschen gedauert, bis ich wieder Luxtra gefangen habe, aber sonst alles gut. Gut. Ja, heute in dem Part wollen wir auf jeden Fall den Arena-Leiter versuchen. Mal gucken, was er für Pokémon hat. Weiß man ja nicht. Bei dem Randomizer zumindest nicht. Ich habe das Gefühl, in der Stadt leckt es aber auch ein bisschen hart. Was ist das denn zu sagen? Hey du, zukünftiger Champ! Wer nur fest daran glaubt, für den muss die Meisterschaft kein Traum mehr sein. Ich will dir mal was erzählen, hör zu. Pokémon vom Typ Pflanze sind sehr schwach gegen Flugtyp-Pokémon. Oder Flug-Pokémon. Sei also vorsichtig. Ich habe weder ein Pflanzen-Pokémon, noch bin ich mir sicher, ob der überhaupt Flug-Pokémon hat. Du fragst dich, wozu die Hörgut ist? Das Training hier oben festigt das Band zu unserem Vogel-Pokémon. Wollen wir doch mal sehen, ob du Falk gewachsen bist. Na, zeig mal hier deine Vogel-Pokémon. Das lasse ich aber nicht als Vogel-Pokémon durchgehen. Nee. Das ist für mich kein Vogel-Pokémon, sorry, aber... Okay. Was hast du so? Oho, obwohl ich dich plötzlich angerannt habe, bist du nicht umgefallen. Respekt, wir trainieren hier Tag und Nacht, um die stärksten Vogel-Pokémon heranzuziehen. Zeige doch mal, was du so drauf hast. Mach ich. Das ist aber auch kein Vogel-Pokémon. Das ist ein Bielefass, ein normal Wasser-Pokémon. Und es ist kaputt. Und wir sind Level 15. Bambi, ich wechsle jetzt mal zu Psycho-Weiblich. Und setze Hydro-Pumpe ein. Ich lasse dich auch Blättersturm einsetzen, kann mir eigentlich egal gewesen. Wir müssen Level 16. Und wir erlernen Anziehung. Oh, fuck. Okay, jetzt kommen wir zum Arena-Leiter hier. Bist du bereit, Luxi? Luxi ist hoch motiviert. Das hört sich doch gut an. Dann los. Ich bin Falk, der Arenaleiter von Viola City. Viele Leute sagen, mit Elektroattacken könne man Pokémon vom Typ Flug ganz leicht die Flügel stutzen und machen sich so über mich lustig. Das kann ich nicht stehen lassen. Wenn du erstmal siehst, wie anmutig meine Flug-Pokémon durch die Lüfte gleiten, weißt du, was wahre Größe ist. Na dann los. Na, wenigstens hat er schon mal ein Flug-Pokémon zum Anfang. Aber mit dem Donnerblitz ist es auch schon erledigt. Oh, Nidoking. Das macht Psycho weiblich.
Wir gucken mal, was der so kann. Deswegen setze ich jetzt extra mal Anziehung ein. Weil sonst ist es ja zu lame. Geowurf. Passt auf jeden Fall zu dem Pokémon. Und es ist durch Statik. Paralysiert. Oh, Paralyse und Dings, Liebe. Das ist eigentlich böse. Es wird nur noch verwirren. Ja, das war auch der Kampf. Interessant eigentlich. 500 EP-Punkte. Na gut, dann werde ich... Ja, gut, da kann ich schlecht lesen, weil es halt zu schnell ist. Verflixt! Das waren die geliebten Flug-Pokémon meines Vaters. Vor allen Dingen das zweite. Das konnte so gut fliegen, dass es gar keine Flügel hat. Was red ich hier eigentlich? Hiermit verleihe ich dir den Flügelorden, Alter. Wie lange kriegt den Flügelorden? Wenn du im Besitz des Flügelorden bist, gehorchen dir alle Pokémon mit dem Level bis zu 20. Außerdem, auch außerhalb des Kampfes kannst du nun Zertrümmerer einsetzen. Und hier hast du auch noch eine TM von mir. Wir halten TM 51. Was ist das denn? Benutze einen Pokémon, eine TM, erlernt es umgehend eine neue Attacke. Ich verstehe zwar nicht, wie das aus einer CD, wie die dadurch schlau werden, aber egal. TM 51 ist übrigens eine Attacke namens Roar. Damit kann man 50% der maximalen KP wieder auffrischen. Ist cool, ne? Ja, finde ich auch. Der hat noch gesagt, wir sollen jetzt zu Aziala City gehen. Das ist, glaube ich, die nächste Arena. Und, ja. Oh, wir werden angerufen von Lind. Gehen wir gerade mal dran. Hallo Julian, ich habe noch eine Entdeckung gemacht. Genaueres kann ich dir nicht sagen, aber ich möchte unbedingt, dass du ein Ei abnimmst. Mein Assistent wartet im Pokémon-Supermarkt in Viola City auf dich. Sei so gut und hol es dort ab, ja? Kann der mit zu mir kommen? Na gut, da wir gerade in der Nähe vom Supermarkt sind, dann gehen wir da gerade mal hin. Bist du der? Einen schönen guten Tag, du musst Jörn sein, deine Mutter hat mir... Oh! Unsere Mutter hat uns das gegeben. Lange nicht gesehen, Julian. Professor Lind hat mich darum gebeten, auf dich hier zu warten. Natürlich kann er natürlich nicht selber gehen. So ein fauler Sack, Alter. Hier, das geht an dich. Und zwar ist es ein Pokémon, erhältst du das gerne? Jo. Julian erhält das Pokémon-Ei. Nachdem du weg warst, musste ich die ganze Drecksarbeit machen. Es wird ziemlich scheiße mit ihm. Aber du wirst es schon für uns bringen. Naja, ich muss ja mal weiter. Muss für seine Frau was wollen. Du kennst das ja, den Scheiß. Pass gut auf mich auf. Ja, der Arme tut mir leid. Oh, was haben wir denn da? Ein Kimono Girl. Nanu, dieses Ei. Ich verstehe, Mr. Pokémon hat es also Professor Lind geschickt. Und dieser gab es dann an euch weiter. So war das also. Das ist wirklich ein äußerst kostbares Ei. Vergesst das bitte nicht. Zieh es bitte mit viel Hingabe auf. Verstehen wir uns? Ja, und wer bist du dann? Würde ich gerne mal wissen. Das ist egal. Gut, dann gehabt euch wohl. Okay, wer war diese Frau? Warte mal, das Ei, was wir bekommen haben, ist das nicht die Bombe? Oh, shit. Na, wenn wir... Ob das wirklich eine Bombe war oder ob uns Mr. Pokémon nur verarscht hat. Und dann speichern wir hier... heilen wir uns erstmal hier. Sorry, war ein kleiner Dings, irgendwie war was los, aber... Ja, jetzt geht's wieder. Boah, das leckt dich echt übel, ey. Das ist ja nicht schön. Also, wo können wir denn jetzt lang? Hier waren wir noch gar nicht in dem Haus, gucken wir mal.
Deine Tochter nennt ihr Pokémon nach Sachen, das sie besonders gerne isst. Okay, und wie heißt das Taubsi dann? Mein Taubsi heißt Erdbeere. Ja, finde ich kein schlechter Name, aber für ein Taubsi, denke ich, passt der nicht so. Was hast du zu sagen? In bestimmten Gebäuden oder Höhlen, so wie an Orten. Orte, an denen sich sehr viele Menschen aufhalten, darfst du deine Pokémon nicht mitnehmen, ohne sie in einem Pokéball verstaut zu haben. Das ist aber kacke. So, wo gehen wir denn hin? In letzter Zeit kommen hier gar keine Leute aus Dukatia City mehr vorbei. Pflanzen sind auch Lebewesen.